Liebe evangelische Christenmenschen in Bonn, heute beginnt der Lockdown. Um die Kontakte zu reduzieren und damit die Möglichkeiten der Ansteckung mit dem Coronavirus zu verringern, wird das öffentliche Leben im ganzen Land heruntergefahren. In der evangelischen Kirche in Bonn fragen wir uns, was das für uns im Blick auf die Gottesdienste, vor allem die Gottesdienste am Heiligen Abend, bedeutet. Die Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, ebenso wie die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen, erlauben die Feier von Gottesdiensten. Doch ist das Erlaubte in dieser Zeit auch das Gebotene? Darüber habe ich gestern mit den Vorsitzenden der Presbyterien und den Pfarrerinnen und Pfarrern in unserem Kirchenkreis lange beraten und durchaus kontrovers diskutiert. Wir haben uns die ethische Frage zu stellen, ob es unter den Bedingungen der Pandemie verantwortlich ist, Anlässe zu schaffen, die Menschen einladen, sich auf den Weg zu machen und anderen Menschen in Gottesdiensten zu begegnen, und welche Gründe uns veranlassen könnten, dies zu tun oder zu lassen. In dieser Woche werden die Gemeinden vor Ort diese Frage für sich diskutieren und entscheiden. Und es wird voraussichtlich dazu kommen, dass Gottesdienste, die seit Wochen und Monaten geplant und gut vorbereitet sind, jetzt abgesagt werden. Auch und gerade für den Heiligen Abend. Und dafür gibt es viele gute Gründe. Und ich bitte Sie, diese Entscheidungen zu achten und wertzuschätzen. Andererseits haben wir uns gestern auch darauf verständigt, dass wir, Stand gestern und in der Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen nicht weiter zunimmt, ein Notprogramm an Gottesdiensten zu Heiligabend anbieten wollen. Wir haben dabei vor allem jene im Blick, die alleine leben und angesichts der Corona-Situation auf die sonst üblichen Besuchskontakte verzichten, und die an uns herantreten und sagen, was bleibt uns denn noch, wenn es dann nicht einmal mehr Gottesdienste gibt? Menschen, die es für ihre Seele brauchen, dass ihnen das "Fürchtet euch nicht" der Weihnachtsgeschichte präsent zugesprochen wird, denen wollen wir gerade in dieser Zeit körperlicher Gefahr und seelischer Not ein Angebot unterbreiten, aber mit größtmöglicher Sicherheit. Wir haben in der evangelischen Kirche in Bonn und der Region schon seit Mai mit den Behörden abgestimmte Sicherheitskonzepte, die jetzt schon weit über die von Bund und Land gewünschten Maßnahmen hinausgehen. Und seit Monaten haben die Gemeinden Gottesdienstformate für Weihnachten vorbereitet, die das Risiko der Infektion möglichst minimieren. In den kommenden Tagen werden diese Konzepte noch einmal an die verschärfte Situation angepasst. Insbesondere werden wir die Anzahl der Menschen, die an einem Gottesdienst teilnehmen können, weiter reduzieren, und zwar um bis zu 30% gegenüber den bereits seit Mai geltenden reduzierten Teilnehmerzahlen in unseren Gottesdiensten. Eine Teilnahme an einem Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend wird nur mit vorheriger Anmeldung möglich sein. Für die Gottesdienste selber gilt, dass sie in den Gottesdiensten Maske tragen müssen, möglichst FFP2. Es wird keinen Gemeindegesang geben, also auch kein "O du Fröhliche" am Ende der Gottesdienste. Die Gottesdienste werden kürzer sein als gewohnt. Eine ganze Reihe von Gottesdiensten ist aus den Kirchen nach draußen verlegt worden, und auch dort gilt Anmeldung, Maske, Abstand, kein Gesang. Kirche, aber sicher. Das gilt für uns auch in diesen Tagen. Viele von Ihnen haben sich bereits entschieden, keinen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Und manch einer wird das jetzt für sich so entscheiden. Und dennoch
laden wir Sie ein, mit uns am Heiligen Abend Gottesdienst zu feiern. Neben den Übertragungen im Fernsehen, ein Glückenspiel beispielsweise um 15.45 Uhr auf dem Kika und neben den Weihnachtsgottesdiensten ARD und ZDF, haben Sie auch die Möglichkeit, Weihnachtsgottesdienste aus dem Evangelischen Kirchenkreis Bonn im Livestream mitzufeiern. Welcher Gottesdienst wann und wie übertragen wird, stellen wir für Sie auf www.bonn-evangelisch.de bereit, auch wenn sich an den jetzt getroffenen Vereinbarungen noch etwas ändern wird. Weihnachten 2020 wird gewiss anders sein, aber es wird sein. Und davon sind wir überzeugt. Denn Weihnachten wird es nicht, weil wir es so oder so zelebrieren, sondern weil Gott kommt. Und der braucht keine Dome, ihm reicht eine Krippe. Gottes Segen, Kraft, Liebe und Besonnenheit Ihnen und Ihren Nächsten.